Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Tim Ellett trägt wieder zum eine Frage Thema vor. Thema Fütterung von Siggi. 4 Grad. Liebe Frau Lechleiter, hallo Martin. Wie viel sollte man bei 4 Grad füttern? In meinem Naturteich sehe ich die Koi nicht. Ich füttere an der tiefsten Stelle mit 1,90 Meter. Einmal pro Woche 4 Handvoll Sinkfutter. Die Sichttiefe ist 20 cm, deswegen gebe ich ein wenig Sinkfutter auch am Rand hin, um zu sehen, ob die Koi auch wirklich fressen. Am nächsten Tag ist immer alles weg. Daten zum Teich. Naturteich ohne Folie, 180.000 Liter, 22 Koi, 35 bis 65. Vielen Dank und viele Grüße aus Österreich von Siggi. Siggi, ich glaube, du machst alles richtig. Aber einen wirklichen Tipp können wir da auch nicht geben, das ist eine Blackbox. 180.000 Liter und 40 Koi oder 30? 22. 22 Koi, also jeder Koi hat irgendwie gefühlt, sag mir jetzt 9.000 Liter, ja. Knapp ja. 9.000 Liter, jetzt hast du da wahrscheinlich Boden drin, da wird auch relativ viel so Kleingetier leben, was die Koi dann fressen. Ja, wenn du im Herbst gut gefüttert hast, dann ist das alles in Ordnung, der Teich ist trüb. Du machst es gut, dass du das Futter dorthin wirfst, wo du auch siehst, dass es tatsächlich gefressen wird. Also wenn du das jetzt da irgendwo reinschmeißt und es versinkt dann noch in deinem Bodengrund, das wäre sicherlich auch nicht sinnvoll. Also von daher, denke ich, machst du alles richtig. Und warum wir die Frage beantworten, obwohl und die Koi sind dann noch klein, 35 bis 65, warum wir die beantworten, obwohl wir gar keinen wirklichen Ansatzpunkt haben. Wir haben einen Ansatzpunkt und das ist einfach, du hast es Gespür richtig gezeigt. Im Winter brauchen die nicht viel Nahrung. Und dieses einmal pro Woche an der Stelle, die gut einsehbar ist, so funktioniert dann so ein Teich. Das zeigt einfach, dass du ein gutes Gespür hast. Ich würde auch weg, also er schreibt, er füttert einen Teil an dieser flachen Stelle. Ich würde wahrscheinlich hauptsächlich dazu übergehen, dass man wirklich einen Blick hat, was da passiert. Genau, würde ich auch so machen. Aber einen wirklichen Besatz hast du da ja nicht drin. Da kenne ich andere Teiche mit 180.000 Liter. Das stimmt. Okay, das war's schon. Ciao. Für heute. Ciao.